Moin liebe Gartenfreunde und herzlich willkommen. Heute starten wir mit dem zweiten Teil des Spinat-Anbau-Videos. Wer den ersten Teil mit der Aussaat noch nicht gesehen hat, der kann hier oben rechts auf die Infokarte klicken und sich das ganze Video nochmal anschauen. Ja, vor circa 2 Wochen habe ich hier vor mir den Spinat ausgesät. Da es in der Zwischenzeit immer mal wieder Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gab, habe ich noch ein Vlies drüber gelegt, damit der Boden nicht zufriert. Und jetzt schauen wir mal nach, ob sich darunter was getan hat. Jawohl, sehr gut. Der Spinat ist zuverlässig gekeimt. Jetzt kann man auch ganz gut sehen, ob der Spinat in der Reihe zu dicht ausgesät wurde. Wer mag, kann diese dann ausdünnen, damit alle Pflanzen bis zur Ernte gut entwickelt sind. Hier sieht das noch ganz gut aus. Ich denke, es werden vielleicht sogar in den nächsten 1 bis 2 Tagen noch einige durchstoßen. Jetzt müssen wir dem Spinat nur noch einige Wochen Zeit geben zum Wachsen, bevor die nächste Düngung ansteht. In der Zwischenzeit kommt dieses Vlies wieder drauf, weil leider wird es nächste Woche wieder tierisch kalt, bis zu -6 Grad. Das verträgt der Spinat aber mit Vlies ohne Probleme. Und ich würde sagen, wenn ihr das nächste Video mit der Düngung nicht verpassen wollt, dann abonniert doch am besten jetzt den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Und ich würde sagen, bis demnächst. Ciao, Leute!